Und bevor in Paris gerudert wird, steht noch Party in Cuxhaven an. Das Deichbrandfestival öffnet seine Tore. Am Anreisetag sind erstmal noch die Bodenverhältnisse entscheidend. Letztes Jahr hat's die Abreise erwischt. Landwirte mussten helfen, um den Autos einen Weg vom Gelände zu bahnen. Regenfälle hatten den Deichbrandfans die Tour vermiest und ordentlich Schlamm auf dem Gelände hinterlassen. Peter Becker, der ist für uns wieder auf dem Festivalgelände in Cuxhaven. Peter, reichen denn normale Sommerreifen und Turnschuhe aus, um bequem aufs Gelände zu kommen? Ja, wer hätte das gesagt? Tatsächlich ja. Das Anreisechaos ist heute ausgeblieben. Gestern, da sind tatsächlich ein paar Autos noch mal stecken geblieben. Aber nur ganz kurz, haben einen kleinen Rückstau verursacht. Heute alles super, es gab wenig Stau. Kann man eigentlich gar nicht drüber reden. Und jetzt wird hier gefeiert. Schon heute Morgen um 11 waren 30.000 Fans angereist. Und heute Abend sollen tatsächlich schon laut Veranstalter alle 60.000 es hier nach Wanhöden bei Nordholz bei Cuxhaven schaffen. Und wie man hört, die Party ist in vollem Gange. Wir sind hier beim Electric Island. DJ Marc Werner aus Leipzig legt auf und die Leute tanzen. Der Deich brennt, auf jeden Fall symbolisch. Und wie Sie sehen, die Sonne auch. Und zwar richtig, es ist knackewarm. Als der Haupteingang heute aufgemacht hat, da strömten die Leute hier aufs Festival. Das Infield ist seit 17 Uhr offen. Und jetzt ist hier Party, und zwar für 4 Tage auf 6 Bühnen. Vorher müssen noch die Zelte aufgebaut werden. Und dann geht's richtig los. Es gibt zahlreiche Musik-Highlights. Und jeder kann sich die Bühne raussuchen, bis sie ihnen so richtig abgeht. Wenn man jetzt ein bisschen rüberschaut, dann sieht man das gesamte Gelände hier. Ein Riesenrad ist da und vor allen Dingen 2 Hauptbühnen. Da geht es dann heute Abend los. Und in den nächsten Tagen werden hier Peter Fox erwartet. Tokyo Hotel nach dem letzten Jahr, wo sie technische Probleme haben, haben eine 2. Chance. Hier wird es immer lauter. Es geht auf jeden Fall nonstop mit Musik. Nina Chuba tritt auf und so weiter und so fort. Und das Besondere an diesem Festival, das haben die Veranstalter herausbekommen, haben eine kleine Untersuchung gemacht. 56% der Fans hier sind weiblich. Das ist für Festivals ungewöhnlich, wenn man das mal mit Wacken vergleicht oder mit dem Hurricane. Und da haben wir mal eine kleine Umfrage gemacht. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe hier überall die Aufkleber, dass ich mich da melden kann, wenn irgendwas ist. Und ich bin hier mit ganz vielen Frauen. Also ich wurde noch nicht irgendwie merkwürdig angequatscht. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Für die Jungs super, ne? Ne, ich glaube, ich wusste es vorher nicht, aber ja, finde ich gut. Ich bin allgemein immer ja, mit den Mädels da und ja, wir sind immer zusammen, sind immer in Kontakt, zumindest auch übers Handy. Deichbrand! Genau, Deichbrand, das ist das Motto, damit klappt's. Super, sieht auf jeden Fall schon nach Spaß aus. Vielen Dank, Peter Becker.